Das Okay, waren das. Bricks und die Bricks werden hergestellt Lecker. aus Stein. Dann war ich mit Holz natürlich gerade falsch. Holz ist falsch, aber Und über Stein. dir ein End. Daniel. Das ist über mir. Oh, Ja. hallo. Und tschüss. Danke. Das finde ich übrigens ziemlich lustig, dass man die Ents, dass man denen mit der Axt mehr Schaden macht als mit dem Schwert. Das finde ich sehr Ja, geil. das stimmt, ja. So, Irgendwie wird erstmal. die Karte richtig komisch angezeigt. So schwarz-weiß. Ja, so habe ich das auch die ganze Zeit gehabt, wo ich Opis noch dran hatte. Ach, da hat er ja So. schon schön. Und schon ist es Inventar wieder voll mit Samples. Nur das Holz und die Felder werden komischerweise richtig angezeigt. Vielleicht habe ich das nicht da reingelegt. Blumen wollte ich nicht einsammeln, aber gut. Setzen wir es jetzt wieder hin. So, was macht ihr nochmal gerade? Ich Ich habe keine baue euch Ahnung. gerade noch einen Presser, Ihr spielt dass ihr mit aus den Blümchen. Sojabohnen schöne Sachen machen könnt. Fleischersatzstoffe. Nicht holen, sei froh, wenn du was im Magen hast, das satt macht. Ja, deshalb Fleisch. Ja, das ist halt Fleischersatz. Du merkst den Unterschied gar nicht. Ach, Das verdammt. Endprodukt ist das gleiche. Ja, ganz, ganz ruhig, alles gut, kriegen Im wir hin. echten Leben mal so wäre. Nimmst Soja, zwei Buletten, Und hast einen Burger. fertig. Genau. Genau. Also richtig Burger. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Und da kann jetzt auch keiner sagen, dass ihr das noch nicht haben dürft, weil ich habe es aus eurem Material geworden. Was? Ja. Er hat es noch nicht mal mitgebracht, um Piraten Gottes beklaut. Willen. Ich habe so den Ja. Eindruck, wir haben ein Ja. paar Quests abgeschlossen bekommen. Also Ja, das war der Flo. Baker Man ist ein richtig harter Knochen, der klaut sogar von Piraten. Aha. Siehst du mal, ne? Ah, da haben wir schon die ersten 8 Sojabohnen. Sehr schön. Dann stellen wir mal den Presser. Du bist doch Dimension. Achso, 0, Und? okay. Hä? Da. Sojabohnen rein. Läuft Achso. automatisch, braucht keinen Strom. Wollen wir Das lieber geht mir Mana aus. Pearls oder Mana Diamanten? Silken Tofu oder was? Ja, das wird dann noch mal gepresst Nochmal das. und dann kommt irgendwann dann dieser Fleischersatz quasi raus. Firm Tofu. Genau, und das ist in der Foodgruppe Cooked Chicken, Cooked Meat, Cooking Supplies, Dishes with Meat. Man kann es quasi als Fleischersatz für alles verwenden. Klingt negativer, wie es ist. Das Endprodukt sieht, den Unterschied siehst du im Endprodukt Wie nicht mehr. geil ist das denn? Was denn? Oh, ich komm gleich mal Es wieder. spielt, Ich komm nein, nein, gleich mal nein, wieder. es spielt das natürlich nicht ab. Was? Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was abgeht bei mir. Ich höre nichts. Aber das Item habe ich halt durch etwas bekommen, sagen wir es so. Das habe ich ein paar Okay. Mal schon bekommen, weil ich das, was ich kriegen soll, nicht gekriegt habe. Um Ah, es mal okay. so zum Schreiben, ohne zu sagen, was ich vorhatte. Ich weiß, was du vorhattest. Alles klar. Ich kenne nämlich Dann das war's das. Ritual. Es hat nur nicht funktioniert. leider. Ja, aber. So, oh Mann, nee, echt. So. Also, du hast jetzt oben Soja noch angepflanzt. Sehe ich das richtig? Ein einziges Stückchen Soja, ja. In 10-10-10er Qualität natürlich. Bin auf einem Sehr Schiff gut. gespawnt. Auf der Autofarm. Stürzt. Habe ich echt. Genau. Kotten, ja. Nee, verdammt. Falsch. Haben wir eine Botanikerkiste? Oder sowas? Botaniker oder Botania? Botania. Ich bin mir sicher, dass Flo irgendwo eine hat, aber wenn dann hier oben links neben den. Ne, da Das sind ist keine. Ars Magica. Das sind die Gerieften. Ja, das muss ich Da. gleich mal ausprobieren. Die untere von Oh den Gott, da sind noch mehr beiden. Princess-Clams drin. Clams drin. Die Dann. konnte man doch aufmachen, oder? Ich täusche mich da. Ist die Waren das Postkiste. nicht die? Bücherkiste. Also die Princess Clam, konnte man die nicht irgendwie aufmachen?
Anscheinend auch nicht. Na gut. Das ist alles jetzt. Also wie breit war der jetzt bei dem, bei der Größe von der Farm 11 oder wie war das? Ja, ich glaube schon. Warte, ich geh mal gucken im Internet. Das große, weite, böse Internet. Sieht so aus. Aber das ist doch Neuland. Ja, ich weiß. Hashtag Neuland, ja. So, da haben wir hier. Multifarms, Farm Structure. Multipass. Multipass, genau. Du hast es 5x5x4 gebaut, richtig? Ich glaube ja. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 von der Wand der Farm ab. Mhm. Und dann im... in alle vier Richtungen und dann in diagonalen Schritten davon verbinden. 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das war verständlich komisch. Ach, nein. Ja, weil ich es mir genau so dachte. Okay. Also, ich wusste, dass du was erklären kannst. Seltsam. Mhm. Kommt ab und zu mal vor, ja. So, wo sind wir denn hier? 2, 3. Der Jojo macht meine Trommel kaputt. Ich hab das Ding jetzt mal in einen Frame reingehängt, ne? Da wird der komplette Text angezeigt. Der komplette Titel. Cool. Ja. Du machst das jetzt breiter, oder wie, Jojo? Ja. Bitte was? Wie weit geht das? Bis da. Glaube ich. Also, Eldanisch, falls er eben was gesagt hat. Rand oder 2, 3, 4, ist das 5, der Rand oder 6, ist das Inhalt? 7, noch? 8, 9, 10, 11. Das ist der letzte Inhalt. Ja. Gut, dann werfen wir mal die 3 Stufen zu, die du da gerade abgebaut hast. Dass die armen Piraten hier nicht verhungern müssen, machen wir die noch in die Farm schicke, ja? So, dann habe ich Oh, ich habe eine Stufe eingesammelt. Das ist meine, gib sie hier. Das ist meine Stufe. Weißt du? Bitte. Oh, noch eine. weißt du was? Wieso habe ich jetzt schon... Ach, die habe ich vorher weggebracht. Das ist die richtige, ja. Ja, bitteschön. Schön. Ach, jetzt sehr schön, danke schön. Ja, in den Bubble-Slot reinlegen, dann passt es. Was? In den was reinlegen? Bubble-Slot? Bubble-Slot, ja. Das Baubles. Ist, Baubles, ja, Entschuldigung. Ja, muss ich auch hier, ja, genau. Geht da der Ring auch rein? Ah, da ging das richtig. Wusste doch. Was wollte ich? Dirt. Tine Wittler schmeißt mit Stufen um sich. Ja, es sieht aber schön aus. Oh ja. Aber du hast schönere Beine als Tine Wittler. Woher weißt du das? Von eurem Münchner Auftritt. Ah, auf ja. Auf der Rutsche, richtig. Gut. Ja, ich hatte schon Angst. Du hast es schon verdrängt. Müssen wir mal nach. Ich weiß nicht, ob man das verdrängen muss. Ihr hattet anscheinend sichtlich Spaß dabei. Also, ihr vergrößert die Farm. Ja. Nachdem wir sie ja größer gebaut haben, können wir jetzt auch mal. Sie in ihrer. Ganzen Pracht. Meine Blöcke, alles meine Blöcke. So. Also wahrscheinlich dann bis da. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 11 Blöcke? Nee, ich zähle nicht, ich gucke einfach nur. Muss das Stonebrick-Boden sein oder habt ihr das gemacht, weil es schöner aussieht? Es muss Stonebrick-Boden sein, ja. Dann hacke ich hier mal ein bisschen weg. So. Das geht dann aber hier noch in deine anderen Felder rein, ne? Ja. Achso, die hast du ja schon abgeändert. Okay, gut.
Habe ich schon Platz gemacht. Hm? Machen wir die noch schön schick dahin. Okay, der Hammer ist schneller. Mhm. Ja. Was war das denn? Das war gefährlich, weil da stehen so Felder. 4, 5. Ja, aber es ist doch nur Gravel, oder? Achso, Vein Miner. Mhm. Ja. Ja, okay. Das passt. Moment, das ist eins zu weit innen, oder? Wo, was, wann, wer? Ich grad. Oh. Was passt da nicht? Bin ich eins zu weit raus, oder was? Ja. Oh. Unterm Zaun hast du dich eins getäuscht. Ah, okay. Also dann hier, ne? So. Ja. Hier. Und noch eins tiefer, weil da muss noch der. Ja, ja, ich wollte es einfach bloß mal ausgrenzen, marken, irgendwie ja. So. Ausgrenzen. Ausgrenzen, ja. So, ja, ne, ja. Ja, ja, ja. Wird schon so seine Richtigkeit haben. Au! What the hell? Hey, Mama, hinter dir. So. Blöde Viecher. Wechseln sie. Ist der Olli noch da? Ja. Du könntest hier vielleicht mal so ein paar NPCs Guardians hinstellen. Das kostet aber extra. Oh, die Piraten haben. Die Piraten. Piratens, ja genau. Die Piraten haben es doch. Ist das nicht inklusive? Von anderen geklaut. Das habe ich nicht gesagt. Noch nicht. Wer hat denn den ganzen Stone? Jojo, du wirst wahrscheinlich auch jede Menge Stone haben. Nee, überhaupt nicht. Das klang irgendwie ironisch, aber ich glaube nicht, dass es ironisch gemeint war. Du kannst von mir gleich noch Stein und so und Zeugs bekommen. Warte. Ich hatte nämlich keinen Ring. Von daher, alles, was ich abgebaut habe, hat irgendjemand anders bekommen. Ich. Blub. Du musst auch noch den Bird haben. Bewirf nur die Tine, ist alles in Ordnung. Alles klar. Das klingt das irgendwie total falsch. Steht da drauf. Ich hab irgendwie das Gefühl, er hielt die Hoffnung, dass wenn er sich selber so bezeichnet, dass es irgendwann aufhört. Aber es funktioniert nicht. Ich find's gerade. Ich muss zugeben, ich find's gerade selbst lustig. Hauptsache, wir haben unseren Spaß dabei. Das ist doch. Ja. Ja, nach 22 Uhr bewegt die Tine ruhig. Oh Gott. Mhm. Da ist sie voll ausgerastet. Ja, das ist. Aber das ist eigentlich eine tolle Idee. Wir rufen die mal an. Vielleicht baut die hier uns alles um und richtet alles neu ein. Das wäre doch geil. Ja. Ein Special mit jetzt, Tina Wittler. Jetzt bei Giga. Jetzt. T-Dates auch bei Minecraft. So. Wir verschönern ihre Base. Ich fürchte, einige haben abgebaut ohne. Ich hätte hier noch eine Stone Stair, Daniel. Ich brauche eigentlich nur Clean Stone. Das war ich doch. Nein, Was? Ich hab nicht gehört, es waren 1000 Viecher um mich herum. Achso, ich dachte. Ich hab nur Au gehört. Ja, ich auch. Mhm. Mhm. Mehr habe ich auch nicht gehört. Wir könnten jetzt mal irgendwie einen Berg schnappen und mal ein bisschen Berg abbauen gehen. Ja, mit meinem neuen Hammer. Au. Au. Ich dachte, du wolltest Stein schlagen gehen und nicht selbst. Ja, wollen Hammer, und machen sind zwei verschiedene Sachen. Boah, ich muss das jetzt auch machen, hier ist so warm. Ha, das Tolle ist, der Hammer hat natürlich keinen Silk-Touch. Ha, ha, ha. Ha, lustig. Ha. Ja. Aber der Daniel müsste noch einen mit Silk-Touch haben. Ja, ja. Bin schon dabei abzubauen. Treff aber gerade irgendwie nur auf Marble. Och, nehme ich. Ich auch, das ist das Problem. Ja, ich musste letztens
letztens ist gut, vor ein paar Wochen so 400 Stacks oder so verschwinden lassen. Verschwinden lassen? Olli hat geholfen. Ach so, das Ding, ja. Ja, da war ja was. Komplett at war, explodiert. Hm. Ach ja. Klebeband hat nicht gehalten. Mhm. Hey, das gibt's ja nicht. Das ist echt ein Unding. Der Billig kauft Kopf zweimal. Klar. Weil er es auch aus dem Baumarkt hat, ne? Genau. Ein billiger Slimeball war das. Mhm. Hättest du mal den blauen genommen. Das war nur der grüne. Original Slimeball. Kein abgekochtes Leder oder sonstiges. Ja, Eckart, der ist aber noch gut. Der ist noch gut. Oh Gott, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Ich bin mir noch nicht mehr so sicher, ob es so schlimm ist. Beste ist eh immer noch das Fußballspiel am Anfang. Ja, das war ganz lustig, ja. Aber kommt nicht ran. Stimmt. Die zweite Hälfte haben sie leider nicht so gut hingekriegt wie die erste. Mhm. Der erste Teil war immer noch das Beste. Oha, was ein Glück, morgens Berufsschule. Mhm, genau. So, da können wir mit Wasser, Mulch und allem möglichen... Mulch? Okay. Mulch. Mhm, Mulch. Ich dachte, das heißt Mulch. Mulch? Milch? Nein. Kakao. Ich und mein Mulch. Ich und mein Mulch, ich und mein Mulch. Ich dachte, das heißt ich und mein Holz. Nein. Nee? Nein. Nicht mehr. Tod. Er starb. Nicht mehr. Nein. Ah! B! Aber apropos Freund und Baum. Diese scheiß Brigands. Die kommen aber nicht aus dem Baum, die kommen aus Pflanzen. Ja, jetzt die kommen auch, wenn man Erde abbaut. Ach, und er hat vor allem noch volle Leben. Ey, du! Mach dir mal jemand platt. Wo ist er denn? Hinter mir, danke. Was? Nix, alles gut. Er hat seinen Spaß gerade. Ich weiß zwar nicht womit, aber... Auch mit Eisblöcken. Achso, okay. Eisblöcke. Ich hab die gerade so total einfach mal durch die Gegend geworfen und der Daniel ist drunter vorbeigelaufen, hat einen Magneten. Hm. Okay. Den, den wohl gegeben hat. Ja, ich werde sie ins Regal einsortieren. In welches? In das, das Dine Wittler davor noch aufgebaut hat. In das eigenes holen wir natürlich. Uns wieder, sobald wir es uns leisten können. Ja. Ey, wir haben so 50.000 von diesen irgendwelchen blöden Settlers. Ja. Ich glaube, die kann man auch alle einäschern, oder? Du willst Bäume fällen, ne? Was will ich? Bäume fällen, oder was? Nein, ich meine die Setzlinge da, die komischen, die dort am Ends rauskommen. Klar. Ich denke, darum ging es eben, oder? Ja. Oh, da oben ist noch eine Baumkrone. Wie kommt denn die da hin? Wir sind nicht hochgekommen, sie abzubauen. Aber jetzt kommen wir hin. Das ist genauso wie das Bienending. Jetzt würde ich mit dem Scoop abbauen, glaube ich, ne? Scoop? Ja. Alles Scoop? Irgendwie so. Aua! Ah, Alter! Olli, das war laut. Was macht ihr denn da? Mit der Weaver und Pickaxe. Und Silk Touch drinne, mit dem Buch kannst du sogar den Hype komplett abbauen. Also, dass du den mitnimmst. Oh, cool. Ja. Geht es auch bei der. Boah, wie heißt das? Botania bin ich gerade. Da der komische Seed, den man dann nutzt, um die passiven Pflanzen nicht mehr
decayen zu lassen. Geht es da auch bei der Erde? Oh, weil das weiß ich. Ich hab's nie ausprobiert. Weil mit normal Silk-Touch geht's nicht, das weiß ich. Ich schau mal, wie viel ich von den Dingens. Overgrowths, die habe, das, genau. Dann könnte ich das mal kurz testen. Irgendwo habe ich hier rumfliegen. Hm, 4 Stück, na egal. Flup. Juju, ich spiele gerade ein bisschen mit der Nö, kommt er da raus. Du hast nichts dagegen, okay. Oder? Hm. Nee, nee. Was zur Hölle habt ihr denn da gemacht? Was? Unter der Brücke, warum ist da ein Lavafall? Das waren nicht wir, das waren die Mobs. Genau, wir sind unschuldig. Die Lucanite Mobs. Die droppen Dank. Lava. Ja, teilweise schon. Nett. Was machst du denn mit meiner Baumfarm? Nicht Baumfarm, Entschuldigung, mit deiner Lava Farm. Lava droppen, Lucanite Mobs dürfen gerade. Lava nicht mehr spawnen. Ja, eigentlich. Ich versuche mich an. Robert Holz, herauszufinden, ob die Farm doch irgendwie geht mit den... Ah, mit den Crops. Also eben haben sie abgebaut, Resource Crops, ne? Ja, genau. Ich habe nämlich bei einem einzigen von denen habe ich gerade... habe ich ein bisschen rumgespielt und dann hat es plötzlich abgebaut, nachdem ich bei einem Stonebrick drunter gesetzt habe. Aber nur bei einem, dann hat er alle abgebaut. Merkwürdig. Aber ich werde da noch weiter experimentieren. Mit deinen schönen 10-10-10er Seeds. For Science. Genau, For Science, und weil wir es können. Natürlich. Ich meine, warum auch sonst? Ja, eben, ne? Ich muss dann mal gucken, ob ich noch einen Clipper irgendwo einstecken habe. Nein! Irgendwas knurrt mich hier an. Entschuldigung. Nee, es ist nicht dein Magen. Es ist nicht mein... war ich. So? Ja. Sowas machst du einfach, ja? Ja, natürlich. Das hast du jetzt erst einmal. Aber das kannst du irgendwie simultan mitsprechen, ne? Ja. Das ist faszinierend. Ja, ja. Das ist... Ja, er ist Bauchknurrer. Und während des Knurrens tue ich dann auch noch die Wohnung einrichten. Das ist Wahnsinn. Boah, hier. Yeah. Super. Also voll multilingual. Nee, es war was anderes. Lingual, gut. Solange er jetzt nicht noch mit Kehlkopfgesang anfängt. Zusätzlich. Und komischen Klickgeräuschen. Mir ist gerade voll warm hier. Dachgeschosswohnung ist halt doch kacke. Es ist nach 10 Uhr, tut dir keinen Zwang an. Genau. Also eben, mach dich frei von sämtlichen Zwängen, ne? Ich glaube, es reicht vollkommen, wenn ich erstmal das Fenster öffne. Jojo, kannst du mir mal deinen Clipper flyen? Kriegst du noch einen? Ich hätte auch noch einen hier, wenn du einen brauchst. Ich muss ihn nur holen, weil er. Nee, hier, Bäger, hier habe ich einen. Hinter dir. Echt? Gut, passt. Hol mir meinen trotzdem wieder. Weil ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr von Sachen haben, die wir in den für die Farm da, für die Refinery brauchen. Wenn er jetzt da drin wäre, hä? Dann wäre das toll. Wo ist der hin? Ah, vielleicht habe ich den in die Kiste. Ja. Habt ihr ein Glück, dass ich es auf meinem Handy gerade nicht hinkriege, ein Video zu laden, sonst hätte ich jetzt Ton von Kehlkopfgesängen abgespielt. Gott. Ja, mein Clipper ist weg. Ja, cool. Nicht cool. Hast du den vielleicht im End gelassen? So gut möglich. Aber eigentlich dachte ich, dass ich ursprünglich alles, was ich hatte, losgeworden bin, aber er ist ja jetzt nicht so teuer. Ja, bist du auch. Ja, hast du recht. Nee, hier dagelassen habe. Aber nachdem ich mein
Knappsack vergessen habe, habe ich halt doch noch Sachen mitgenommen. Von daher ist es jetzt gerade schwer zu sagen. Ich habe schon wieder zwei Princess Clams. Ja, die sind anhänglich, die Teile. Ja. Mhm. Ist auch ein super Deko-Teil für ja, ja. Aus. Ich baue einen Frame und klebe die überall hin. Ja, das wir ist machen ein Princess Clown Zimmer. Ich kann dir ja noch 300 geben, wenn du willst. Nee, danke. Ich hab genug. Ihr baut das ab. Also ich hab's eben gesehen, dass er Hindenberger mehr abgebaut hat. Na gut, aber jetzt ist halt die Frage, ob es auch ist, wenn jetzt wieder neu geladen wird. Warte mal. Norden, Osten, Süden, Westen. Das ist die Weste. Was ist denn für die Refinery das Beste? Es gibt da irgendwas, was irgendwie besser ist als anderes? Stimmt! Du brauchst für die Refinery auf jeden Fall erstmal Biomasse. Und die musst du dir quasi, also im Fermente erzeugen und da kannst du im Endeffekt alles nehmen, was hier so umgedeiht. Ja, darum frage ich, ob es da irgendwie irgendwas gibt, wo mehr rauskommt als bei den anderen Sachen. Mit speziellen Züchtungen aus Baumsetzlingen, ja. Nee, ich meine jetzt, ob Pumpkins besser sind als Carrots, irgendwie sowas. Soweit ich das weiß, ja. Deswegen hätte ich gesagt, ich hole mir nochmal Pumpkins. Bei Pumpkins kriegst du ja 4 Seeds raus, zum Beispiel, aus einem. Warte mal, ich kann einfach selbst gucken. Biomass. Und Barley war, glaube ich, auch nicht schlecht. So, aber ich versuche da hinten gerade so einen Kranz irgendwie drumherum zu legen, um die Teile vielleicht, je nachdem wie ihr da... Also Apple-Oak-Saplinge, die kriegt man ja ganz einfach, ne? Apfel und ein Oak-Sapling, die geben schon 375 Millibuckets. Ja, sehr gut. Die Advanced. Oh Gott, 339 Rezepte, ja, sauber. Ja. Mhm. Jede Menge. Ja. Na, ich guck mal nach Pumpkin. Pumpkin. Utils. Ah, was gibt's kaputt. Denn du? Im Squeezer gibst du 10 Millibuckets Seed Oil, ja, ganz toll. Mhm, genau. Ganz wichtig. Biomasse gibt ja gar nicht, hä? Nö. Nee. Kommt noch Seed Oil raus. Ja. Und der Pumpkin? Nö, der Pumpkin gibt gar nichts. Hm. Richtig. Pumpkin gibt gar nichts? Ne, den kannst du nicht, also den kannst du nicht zu Biomasse verarbeiten anscheinend. Nur die Seeds, wenn. Aber auch nur zu Seed Oil, so wie ich das jetzt gesehen habe. Ja. Achso, ich muss ja auch auf U drücken, nicht auf R. Mhm. Ja. Aber Kartoffeln kann man, auf jeden Fall. Das weiß ich. Potato. Hm, Potato. Utils. Ah, nett. Giftige auch wieder besser sein als die normale. Ja. Und wie sieht's mit Melon aus? Ja, die Potato gibt schon mal 100 bei... Moment. Die gibt einmal 100 und einmal 150? Je nachdem, ob Honig oder Wasser drin ist. Ach so, ja. Nee, Food Juice muss das sein, glaube ich. Food Juice einmal und... Ja, Honig. Bei Honig gibt er 150, genau. Food Juice oder Honig gibt er 150 und bei Wasser gibt er 100. Also Melon? Nee, Kartoffeln. Potato. Melon, können wir mal gucken. Melon. Och Daniel, jetzt hör mal auf hier rumzuknurren, Mensch, ist ein Nerv. ich kann's nicht zurückhalten. Gibt doch nur Seed Oil. So, so, irgendwo hatte ich doch da unten noch einen Gang. Genau, der ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Birkensäppling mit Fruit Juice bringt 375.